Am Internationalen Frauentag nutzten das Referat für Gleichstellung und viele weitere Initiativen in Salzgitter ihre Chance und rückten die unterschiedlichsten Frauenthemen in das Rampenlicht. Im Rathaus von Salzgitter-Lebenstedt wurde am 8. März erst einmal beschriftet und gebaut. Das Thema häusliche Gewalt und dann das auch noch. Die Umzugskisten symbolisierten die Hürden, die Frauen, die häusliche Gewalt erleben mussten, zu bewältigen haben. Welche Aufgaben sind das? Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Frauen, die ins Frauenhaus kommen, enorm viel zu bewältigen haben. Das heißt, die kommen nicht nur, um eine Beratung zu bekommen, um Schutz zu finden, sondern die haben enorm viel mit Institutionen zu tun, enorm viele Aufträge zu erledigen. Das sieht man immer daran, dass es wahnsinnig viele Termine gibt. Von der Arbeitssuche bis zum Aufteilen des Hausrates, vom Ummelden beim Einwohnermeldeamt bis zu Entscheidungen über das Sorgerecht. Dies alles kostet die Frauen, die Gewalt erfahren haben, Zeit, Geld und Nerven. Neben dem geschützten Aufenthalt bietet das Frauenhaus auch fachkundige Beratung, um das neue Leben zu meistern. Doch so einfach lassen sich viele Belastungen nicht abschütteln. Ein ganz großer Klops ist, wenn es geht um Sorgerecht, um Umgangsrecht. Und man kann sich ja vorstellen, dass eine Frau, die Gewalt erlebt hat, auf gar keinen Fall möchte, dass der Mann direkt die Kinder trifft. Nun wissen Sie ja, das Familienrecht ist auch schon vor ein paar Jahren zugunsten der Männer da ja reformiert worden. Das hat zwar einerseits gesellschaftspolitisch gesehen schon einen guten Hintergrund, aber wenn Gewalt in der Familie vorliegt, dann sind wir da immer sehr skeptisch. Das Frauenhaus ist mittlerweile in Trägerschaft der AWO und wird von der Stadt und dem Land mitfinanziert. Trotzdem ist die Institution auch auf Spenden angewiesen. Viele Dinge können einfach nicht bewältigt werden ohne private Spenden. Und auch Firmen spenden uns ab und zu, da sind wir immer enorm dankbar. Besucherinnen hatten auf jeden Fall Interesse an dem ungewöhnlichen Aufbau. Und auch Monika Jenders freut sich jedes Jahr wieder über den Internationalen Frauentag. Ich finde es klasse, jedes Jahr soll das wieder neu begangen werden, das darf man nicht vergessen. Und ich bin immer froh um alle, die wissen, dass es den 8. März gibt. Über den Tag hinaus. Das Frauenhaus ist unter Salzgitter 13 033 erreichbar.